Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ich starte gerade hier im Simo Valley mit den Videos. Es kann Cult of the World oder sich mit anderen der vier Aufgaben handeln, um die anderen vier Aufgaben. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier nochmal rüber und suche mal ganz kurz die Quest, die Backburner hier raus. Jetzt noch die Frage, ob es bei T ist wegen V oder... Okay, Frage beantwortet. The Barrow, the Beat... Da. Ja. Erfahre, was die Crimson Raider Kult der Kammer haben wir schon. Und benutze den Wasserspringer da. Das nicht entdeckte verbleibt. Das heißt, dann habe ich hier das richtige Video. Fandia Fictionary. Das müsste ich dann mal ganz kurz im Video vorsuchen. Und dann bin ich auch gleich wieder für euch da. Also wann er es kriegt und wofür. Und deswegen lasst mir kurz eine Sekunde. Wir sehen und hören uns dann gleich wieder. Ich wollte nur ganz kurz Bescheid geben, dass ich quasi nachgeguckt habe. Und wenn natürlich hier bei The Backburner halt die anderen drei schon sind, dann ist es ja nur eine Sache, die ich nicht entdeckt habe. Dementsprechend auch nicht wusste, was damit anzufangen ist. Deswegen, wie gesagt, ganz kurzer Cut und dann geht es auch direkt weiter. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt habe ich auch gerade zum letzten auch noch herausgefunden, was ich dafür brauche. Und zwar dafür muss ich wirklich, wirklich sehr lange brauchen, weil, jetzt kommt nämlich das Problem, ich brauche dafür Tiny Tina / das, was bei Tiny Tina steht. Genau. Wie wir das alle kennen, Arschgaul. So, und zwar muss es mir eine bestimmte Waffe ausspucken. Und das tut ja hier nicht. Warum nicht? Weil so wie es ausschaut, muss man dafür, ja, solche Waffen entweder schon haben oder in einem gewissen Schwierigkeitsgrad sein. Ich mache jetzt noch einmal reinpacken. Aber ihr seht ja, ich kriege jetzt nur blaue Waffen raus. Die ja auch, wie gesagt, sowieso schlechter sind, weil ich in einem geringeren Schwierigkeitsgrad spiele. Ne. Gut, aber wie dem auch sei, dann ist das jetzt auf jeden Fall, hat sich das erstmal erübrigt und ich kann guten Gewissens einfach sagen, okay, ist halt so, weil, achso, wieso scroll ich eigentlich durch die Geschafften? So, the Beatdown, the Burrow, Gottes Willen. Dünensucher. Finde die versteckte epische Kiste in Right Deep. Okay. Das schreibt mir irgendwie nach DLC, deswegen lasse ich das mal außen vor. Zusammenleben, zusammen sterben. Töte sowohl Tumba als auch Pimon. Ah, okay, ja. Innerhalb von 10 Sekunden. Das ist halt etwas, was ich immer noch nicht geschafft habe, weil ich sie nicht. Bis jetzt noch nicht hatte in einer Runde. Tundra Express ist nix. Hier. Kult der Kammer ist in Freehorns Valley und Freehorns Dive habe ich beide noch nicht. Und sehe ich das gerade richtig? Warte mal. Also ich habe noch 50 plus überschlagen jetzt natürlich, die ich noch nicht fertig habe. Okay. Finde ich angenehm.
Dann mache ich erstmal mit Kult der Kammer weiter. Dann habe ich da auf jeden Fall auch erstmal vor Ruhe. Und ja, muss erstmal nach Threehorns Dived. So. Kann das zumachen, kann das zumachen, kann das zumachen. Kult der Wult. Threehorns, Threehorns, Threehorns. Wo bin ich jetzt? Freehorns Dive. So. Nummer 1 ist hier in diesem Lager. Es sind 4 Stück, ne? Okay. Lager, dann links von diesem Lager. Oder sind das jetzt nur die Zuschauerbilder? Okay, erstmal euer Fahrzeug auf jeden Fall. Sonst werde ich hier auf jeden Fall nicht glücklich. Da ist es nicht an irgendwelchen unmöglichen Punkten versteckt. Und mit unmöglich darunter verstehe ich halt irgendwas, was halt, keine Ahnung, wo ich Grenade Jumps und so ausführen muss, die ich einfach nicht beherrsche. Solche Art von Grenade Jumps. Na, also. So, und zwar muss das hier irgendwo sein. Okay, Leute. Dann kümmere ich mich darum. Und wie gesagt, um das Letzte, was halt dann bleibt, ist ja halt nur noch der Backburner. Und dann weiß ich auch, was damit gemeint ist. Das ist halt wirklich dieses Massen an Iridium an Arschgaul verfüttern. Es sind nur 3, okay. Dann kann ich ganz schnell zum nächsten einfach. So. Das nächste war ja. Wo war das jetzt? Okay. Das nächste war hier irgendwo. Muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ihr das Steam-Overlay jetzt auch wieder sehen könnt. Deswegen bei längeren Suchen mache ich dann ab sofort jetzt auch immer Pause, weil sonst viel Völlefanz mit in der Aufnahme seht, den ihr gar nicht sehen braucht quasi. So, Nummer 2. Und Nummer 3 ist. Ich würde sagen, das müsste dieses Lager hier sein. Ziemlich genau dieses Lager. Und zwar hier irgendwo. Super, ich folge wieder dem falschen Symbol. Hm.
Irgendwo hier soll es sein. Ah, hier. Gut, entdeckt. Okay, egal, da sind einige hinter mir her, aber hey. So. Ach, Moment. Muss doch eh durch so eine Tür, ne? Oder? Freehorns Valley. Ja. Dann kann ich mal direkt danach suchen. Warum auch immer das hier jetzt nicht direkt hier unter Dive ist. Sondern ein Stück weiter unten. Hinterfrage ich mal nicht. Aber das erste ist direkt hier vorne rechts. Also unten an der Map. Okay, sehr weit unten. Das andere ist direkt ja, mehr oder minder mittig, irgendwo oben drauf. Okay, ich sehe das ja gleich auf der Map. Also eins ist hier definitiv und das andere ist ja hier unten. So. Sowas von unpraktisch. Muss mir was einfallen lassen. Das könnte uns schon mal weiterhelfen. Falls ihr den Weg aussucht, jetzt wisst ihr ihn. Das müsste hier irgendwo sein. Ich gucke noch mal ganz kurz nach. So, ach Quatsch, das war der falsche, hier oben. Das sehen wir uns noch mal genauer. Das müsste fast schon neben den Reisepfeil sein. Das heißt, man muss halt kurz kreativ werden, um irgendwo hinzukommen. Aber ich habe es gefunden. Und das sind drei an der Zahl. Na, gute Nacht, Marie.
Gut, das andere weiß ich, das soll hier irgendwo sein. Jo, das sieht man auch, dass er das da unten steht. Okay, und das dritte ist irgendwo oben. Okay, dann fahre ich jetzt erstmal zum zweiten und dann kümmere ich mich um den dritten. Wo ist denn der zweite? Hier irgendwo, ne? So. Okay, dass man hier rein kann, wusste ich jetzt nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das schon früher versucht. Man merkt aber auch, dass es da gewollt ist in dem Fall. Okay, weiter. So. Und zwar... Das müsste doch da sein, wo ich gerade hin unterwegs bin. Hier oben hin wollte ich gerade. Ja, das ist richtig. Also sprich, die Verbindung zu The Dust und Bloodshot Stronghold ist das. Der Bereich. Und ich fahre natürlich exakt auf diesen einen kleinen Pinüppel. Warum auch nicht? Kenne ich ja eigentlich auch schon gar nicht mehr anders. So. Für welche, die schnell aussteigen wollen, habe ich jetzt auch nochmal einen Trick gezeigt. Einfach das Fahrzeug unlenkbar machen. Dann kommt das Spiel darauf. Ach, ich schmeiß ihn mal raus, wie es mir gerade passt. So, und irgendwo hier muss das jetzt sein. Ja. Sehr schön. Also, wenn ihr quasi hochgeklettert seid, ne, so dass ihr dann diesen Bus da vorne seht, hier diesen Bus neben steht, ne? Das ist halt so dieser Bereich hier hinten, ganz einfach, ganz simpel, keine große Voodoo-Magie in keinerlei Form. Das ist einfach nur dieser Bereich, wo man eigentlich auch relativ schnell und leicht hinkommt, aber wie ich gerade merke. So. Und während ich ja diese Kult der Kammerdinger mache, mache ich ja auch immer parallel meinen Kugelhagel weiter. Und brauche jetzt insgesamt nur noch verbleibend 380 um den Dreh. Seht ihr also, es geht stückweise runter. Distanzschuss wird dasselbe sein. Ich werde mit der Sniper spielen einfach die ganze Zeit über, während ich was anderes mache. Ne? Also während ich andere Sachen suche. So. Fort. Gut. Dann mal eben Forge. War das Forge ein DLC oder das? Ich glaube, Forge ist ein DLC, kann es angehen. Wenn ja, dann nehme ich Forge wieder raus. Ja, der Forge ist ein DLC.
Mal sehen, was ich denn machen kann. Wobei, wieso sollte ich es rausnehmen? Das gehört ja eigentlich mit dazu. Komm. The Forest. Nee, Quatsch. Quatsch. Was glaube ich da? Ich war wahrscheinlich wieder blind und habe sonst was gemeint. Okay. Okay, ich suche mal mit F. Forge. The Forge. Okay. Ist also doch DLC. Ah, was soll's, komm. Ich such's einfach jetzt raus immer und dann passt das schon. So. So. Und zurück zu dem Reisepunkt. Einfach, wie gesagt, einfach so fahren, dass man, ja, keine Ahnung, damit das Spiel sagt, oh Gott, ich kann jetzt nicht drauf klarkommen, wo ich ihn ausspucken soll. Forge. Da haben wir sogar so noch zusätzlich eine Aufgabe eigentlich. Aber okay. So, Nummer 1 ist... Ja. Stimmt, hier gab es kein Fahrzeug, ne? Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt 22 Minuten. Ich habe noch 8 Minuten, um dahin zu kommen. Supi. Ich freue mich halt wirklich eigentlich. So, Nummer 1. Nummer 2 ist irgendwo da unten, wo so ein Hebel sich rüber schwenkt. Und Nummer 3 ist da, wo sich so verbiegt. Also warte mal, erstmal das andere, bevor ich... Genau hier. Das ist ja der. Gut. Das heißt... Der eine ist hier irgendwo. So.
Ah, ich sehe auch schon gerade was, was sich verbiegt. Okay, Moment. Moment, das heißt, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Oder kann ich hier hochlaufen? Sehr schön. Wow, wow. Hier kann ich nicht rauf. Da oben ist das Symbol. Das heißt, ich muss also so noch weiter. Da muss ich erst das und dann das hinten. Gut, gut. Ich glaube, beim nächsten Teil werde ich solche Sachen, die halt auf dem Weg liegen, direkt mitnehmen. Sprich, keine Extratouren mehr dafür. Außer ich habe sie halt vergessen oder nicht mehr dran gedacht, dass ich das gesagt habe. So. Moment. Sehe ich das gerade richtig, dass ich mich ganz an die falsche Ecke bewegen will? Ja, Tatsache. Es muss schon eher an der Seite sein. So. Da haben wir es doch. War ja doch nicht so schlimm, der Ausflug hierher. Gut. Ja, dann kann ich ja direkt gucken, was das nächste ist. Sorry, aber... The Burrow, würde ich sagen. The Burrow. Wo ist denn der Burrow? The Burrow. Burn. Ich schreibe schon wieder falsch. The Burrow. The. Das kann jetzt noch einen Blick dauern. Ich glaube, ich weiß es gerade jetzt wieder. Sorry, Leute. Oh, Moment, aber das heißt, der Guide hat gerade keine Hilfestellung, ne? Okay, Leute, wenn das jetzt hier... meine Vermutung richtig liegt,
Dann werde ich jetzt gleich auf einer Map sein, wo ich keine Unterstützung habe, um was zu finden. Wenn ich Glück habe, finde ich gleich noch was, aber ja. Erstmal gucken, ob ich richtig liege. The Burrows. Verdammt. Das war tatsächlich wieder eins der... Ja, okay. Dann fällt das sowieso außen vor. Backburner, the bee down, fällt weg, the dust. The Highlands kann ich ja mal machen. Highlands habe ich ja. The Highlands. So. Da ist es sogar nur einer, ne? Naja, Highlands Overlook. Obwohl, war das noch eine gute Idee? Ja doch, war's. Weil es der Spot ist, den ich brauche. Denn auf der Map ist der am nächsten da dran. Ich nehme doch ein Fahrzeug lieber. Ich befürchte, es ist oben drauf, deswegen fahre ich erstmal dahin. Ach was, wir sind schon wieder über 30 Minuten. Das ist natürlich semi-praktisch. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, da ich jetzt gerade wieder nicht aufpasse. Oder aufgepasst habe. Weil ich habe ja gesagt, ich mache jetzt erstmal nur 30 Minuten und maximal ein wenig plus. Ich würde sagen, ich will jetzt zumindest das schnell noch vorsuchen. Sofern es nicht ewig und drei Tage dauert. Aber gut, wir spielen ja jetzt den... Nur nicht auf einen ultimativen oder ähnlichen. Also kann ich da jetzt schnell noch hindackeln. Und dann mache ich den nächsten Part, Leute. Um Gottes Willen, ey. Dann ist das schon der vierte oder fünfte Part schon wieder heute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sollte bald mal einfach map-abhängig nochmal Quests machen. Sehe ich zumindest, dass ich da eine bessere Lösung drin habe. So. Haben wir es. Und auch eine voll schöne Aussicht haben wir dabei. So. Dann würde ich sagen, bleibe ich immer ganz kurz in der Ecke stehen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wann müssen die alle laut sein? Bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Dranbleiben. Und ich werde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.